Herzlich willkommen zu einem Löwen-Podcast-Spezial, heute an einem ganz besonderen Ort. Ihr seht schon, wir sind in der Hartlauer Akademie und heute wird es für alle spannend, für alle Löwinnen und Löwen sowieso und auch für alle, die das Löwenteam vielleicht irgendwann einmal verstärken wollen. Und ich freue mich sehr, dass sie bei uns ist, Gerlinde Freitager. Servus, Gerlinde. Hallo. Gerlinde, du kennst dich hier aus. Ja. Was erwartet uns denn in der Hartlauer Akademie? Ja, ein Komplettpaket. Von 3 Seminarräumen, Speisesaal, Sportmöglichkeiten mit Pool, 17 Zimmer mit 42 Betten zum Schlafen. Tennisplatz, ich sehe alles. Tennisplatz, Weinkeller. Also, Weinkeller, also nicht nur lernen und streben, auch sondern auch Spaß. Spaß am Abend. Das hört sich sehr gut an und ich würde vorschlagen, schauen wir es uns an, oder? Gerne. Der Löwen-Podcast für das stärkste Team in Österreich. So, gleich mal zu Beginn, Gerlinde, die Frage, erstens, was machst du in der Hartlauer Akademie und viel wichtiger für mich, wo kann ich mich bewerben? Das ist ja unfassbar schön hier. Also bewerben kann man bei uns online. Wir sind, glaube ich, auf alle Plattformen vertreten, die es so gibt. Und da in der Hartlauer Akademie machen wir die ganze Hotel- und Seminarorganisation. Das heißt, wir machen einen Seminarplan fürs Halbjahr immer und schreiben dann die Seminare aus in unserem Veranstaltungstool. Da geht es dann für die Mitarbeiter zur Anmeldung. Wir schicken auch Einladungen aus, je nachdem, ob das für Ausbildung ist, für Freizeitseminare, für Fun-Seminare. Mhm. Fun-Seminare hört sich schon mal sehr gut an. Wer kommt denn alles hierher in die Hartlauer Akademie? Also eigentlich jeder Hartlauer Mitarbeiter, vom Lehrling bis zur Führungskraft. Wir haben Lehrlingsseminare, wir haben Führungskräfteausbildungen, natürlich in allen Säulen die Fachausbildungen und eben die Fun-Seminare. Das erste Seminar ist Willkommen beim Löwen. Okay, was passiert da zum Beispiel? Ja, das ist so wirklich ein Willkommensseminar, wo die Firma vorgestellt wird, wo Mitarbeiter-Branding passieren soll. Wie lang bleiben dann die Löwinnen und Löwen? Ist das oft der Halbtag, Tag oder sind die auch länger hier? Die sind eigentlich länger hier, weil wir haben ja Mitarbeiter ganz Österreich und es sind 2-Tages-Seminare, 3-Tages-Seminare bei Ausbildungen, auch mal eine ganze Woche bei bestimmten Modulen. Mhm. Wenn du sagst, die bleiben länger, wie schaut dann der Hotelbetrieb hier aus? Wir haben 17 Zimmer, 42 Betten, also keine Einzelzimmer. Wir haben von 2 bis zum 5-Bettzimmer alles und die Mitarbeiter melden sich eben an im Veranstaltungstool und dann können sie auch Zimmerwünsche angeben. Ich möchte mit der Frau so und so im Zimmer liegen. Genau, und dann planen wir das ein. Du hast Fun-Seminare auch schon angesprochen, Gerlinde. Wenn ich mir das Ganze da so anschaue, ist das nicht nur Lernen, Pauken, todernst im Keller, Lachen verboten? Wie viel Spaß darf man das Ganze machen? Darf da auch gelacht werden? Auch bei den Fachseminaren darf gelacht werden. Fun-Seminare haben wir heuer wieder im Programm, sage ich, weil durch Corona ist das halt nicht möglich gewesen. Und heuer bieten wir wieder Fun-Seminare an. Wir haben zum Beispiel heuer Webergrillen oder Bogenschießen oder Selbstverteidigungsseminar im Programm. Und es wird auch von der zentralen Personalmanagementabteilung noch eine Umfrage geben heuer, was die Mitarbeiter sich wünschen an Fun-Seminaren für die Zukunft. Das hört sich nach einem extrem spannenden und auch lustigen Angebot an. Gerlinde, wir machen weiter. Bist du eigentlich streng mit den jungen Löwinnen und Löwen, wenn die daherkommen? Wie schaut's aus? Nein, wir sind nicht streng. Es gibt Regeln, an die sie sich halten müssen. Das ist einfach so aufgrund des Jugendschutzes. Also Mitarbeiter unter 18, da haben wir auch eine Aufsichtspflicht, sage ich. Da machen wir Nachtdienste, da ist wer von uns da. Mhm. Und da gibt es ein paar Regeln, aber das hat sich schon sehr gut eingespielt in den letzten Jahren. Für dich persönlich, ich sage es noch einmal, es ist eine wunderschöne Umgebung hier. Wirklich beeindruckend, ganz, ganz toll. Du siehst das jeden Tag. Was ist denn für dich persönlich das ganz Besondere hier? Ja, das Besondere ist trotzdem noch jeden Tag, wenn ich bei der Allee in der Akademie rauffahre. Das ist einfach ein wunderschöner Arbeitsplatz. Und natürlich die verschiedensten Menschen, Mitarbeiter, die da zu uns kommen. So viele aus ganz Österreich, verschiedenste Positionen. Es ist einfach schön, mit so vielen Menschen zu arbeiten. Mhm. Angesprochen auf die Gäste. Was lieben die am meisten? Welche Seminare oder welche Module oder vielleicht auch zusammen beim Weber grillen oder im Pool hupfen? Was taugt denn den Löwinnen hier am meisten und den Löwen? Ich glaube, die Mischung macht's. Sowohl die Fachausbildungen als auch die Freizeitseminare, die Fun-Seminare und halt am Abend einfach gemeinsam zusammenwachsen, beim Pool oder in der Bar, einfach zusammensitzen, Spaß haben.
Gerlinde, das war sehr interessant, macht richtig Lust. Wo darf ich mich bewerben? Gleich bei dir dann direkt. Ich genau. Sage Handwerk, Handwerk, ich bin nicht ganz schlecht. Rosenmähen geht vielleicht. Aber vielen Dank für deine Gastfreundschaft. Wenn du erlaubst, wir bleiben noch ein bisschen und schauen uns noch ein bisschen um in der Akademie. Gerlinde Freitager, vielen Dank. Der Löwen-Podcast für einen löwenstarken Spirit. So, mittlerweile haben wir unser Platzerl gewechselt, sind in den Innenhof gegangen in der Akademie und das muss ich sagen, schaut auch richtig gut aus und begrüßen ganz herzlich Gabriel Tschick hier. Servus Gabriel. Hallo, grüß dich Christian. Gabriel, was verschlägt dich nicht nur in die Akademie, sondern generell zur Firma Hartlauer? Ja, Firma Hartlauer war immer schon so eine bekannte Firma damals schon. Ich bin seit 25 Jahren mittlerweile dabei. Wow. Und habe mich dazu mal einfach initiativ beworben. Und es hat dann auf Anhieb geklappt und ja, bin dann bei Hartlauer als Geschäftsleiter eingestiegen und bin jetzt in der Akademie und zuständig eben für die Führungskräfte und für den Multimedia-Bereich. Okay, zwei spannende Bereiche. Lass uns gleich mit dem Multimedia-Bereich starten. Was fällt denn da alles rein? Ja, im Multimedia-Bereich geht es in erster Linie darum, dass wir die Strategie unseres Unternehmens hier wirklich operativ auch umsetzen. Was bedeutet das? Wir sind Dienstleister und wir gehen ganz stark in die Beratung hinein. Das heißt, wir haben nicht nur unsere Kompetenzen in der Beratung, sondern auch im Verkauf. Also beraten alleine verliert man nichts. Das heißt, auf der einen Seite schauen, wie kann ich bestmöglich die Bedürfnisse des Kunden erkennen und abdecken. Das ist der erste Step. Der zweite, latente Bedürfnisse zu wecken. Weil der Kunde weiß ja nicht, welche Produktbereiche wir noch haben, was könnte noch gut dazu passen. Das heißt, latente Bedürfnisse wecken und dem Kunden einfach ein Einkaufserlebnis zu ermöglichen, dass er halt nicht nur ein- oder zweimal kommt, sondern ein lebenslanger Kunde wird. Das ist unsere Strategie, Dienstleister zu sein, zu beraten und ja, alle Bedürfnisse abzudecken, was der Kunde hat und noch viel mehr. Ja, das ist die Kompetenz der Mitarbeiter. Gabriel, welchen Stellenwert hat denn die Mitarbeiterkompetenz heute im Handel? Welche Skills brauchen da die Mitarbeiter, gerade wenn man auch die Konkurrenz mit einbezieht, auch den Onlinehandel? Also die Social Skills stehen sich hier ganz weit oben, definitiv. Ich meine, die Fachkompetenzen kann man erlernen. Egal aus welchem Beruf man kommt, das kann man lernen. Aber diese Social Skills, das hat man ein Stück weit oder man hat es nicht. Also in erster Linie, man muss Menschen mögen. Man muss Menschen lieben. Das ist eine gute Voraussetzung. Wenn man im Handel arbeitet und auch ja, Dienstleister unterstützen, man braucht auch Kommunikationsfähigkeiten, Fragestellungen. Also im Verkauf geht es auch herauszufinden, welche Bedürfnisse hat der Kunde. Und die kannst du nur mit gezielten Fragen herausfinden. Also zum einen soziale Kompetenzen, Kommunikationsfähigkeiten. Und der dritte Faktor bezieht sich bei meinen Seminaren immer wieder durch. Es heißt Haltung. Das ist neudeutsche Wort. Man sagt Mindset dazu. Mhm. Meine Haltung als Verkäuferin. Wie stehe ich überhaupt zu meinem Beruf, wie sehe ich den Kunden, wie sehe ich mein Unternehmen und da geht es heraus, da steckt auch sehr viele Werte drinnen. Das sind diese drei Bereiche, wo wir immer wieder ganz stark in den Seminaren arbeiten mit unseren Mitarbeiterinnen. Ja, wenn man dir zuhört, Gabriel, merkt man, dass dir das großen Spaß macht, dass das deine Leidenschaft ist. In solchen Multimedia-Seminaren, welche Parts, du sagst auch Skills, Social Skills erlernen, welcher Part macht denn dir da am meisten Spaß zu lehren? Also das ist sicher dort die gruppendynamischen Punkte. Also zum einen, wie ticken Gruppen? Also wir haben ja in den Geschäften ja Teams, das sind ja auch zum Teil Gruppen. Wie ist die Dynamik, wie kann sich die entwickeln, und zwar zum Positiven. Und auch der Prozess der einzelnen Mitarbeiter interessiert mich, weil wir sind ständig in einem Prozess drinnen. Die Welt verändert sich und das bedeutet auch für uns, dass wir uns mit weiterentwickeln sollten mit den Veränderungen. Und das macht mir am meisten Spaß, Menschen zu sehen, wie sie sich selbst weiterentwickeln in ihrer Persönlichkeit, in ihrer Kommunikation,
Das macht mir einfach richtig Spaß. Und ja, da sind wir wieder beim Mindset und mit der Haltung. Das ist so, das ist mein Steckenpferd, wo ich sehr stark arbeite. Die Haltung ist angesprochen, jetzt wird es ein bisschen heikel, nämlich die Haltung der Führungskräfte. Ja. Und da sind wir schon bei den Führungskräften-Seminaren, Gabriel. Wie geht man da mit einer Führungskraft um? Wie lockt man die vielleicht ein bisschen aus der Reserve? Und wie viel Fingerspitzengefühl braucht es, wenn man mit der Führungskraft über Haltung spricht? Das ist eine gute Frage. Da könnte ich, glaube ich, jetzt Stunden mit dir hier sitzen und mich austauschen. Aber ich versuche es wirklich kurz, prägnant auf den Punkt zu bringen. In erster Linie geht es um die intrinsische Motivation. Bin ich überhaupt bereit und motiviert, andere Menschen zu begleiten? Ich spreche jetzt nicht von Führen, weil wer führt denn? Führen die Mitarbeiter oder die Führungskraft? Und ich glaube, es ist beides. Also eine gute Führungskraft führt und lässt sich von den Mitarbeitern führen. Eine gute Führungskraft muss in erster Linie nicht der Fachexperte sein. Für das habe ich meine MitarbeiterInnen, die ja Fachexperten sind. Als Führungskraft brauche ich ein Gefühl für Menschen, brauche ich ein Auge zu sehen, wie geht es meinen Mitarbeitern, und ein sehr gutes Gehör. Und wenn man bei Hartlauer arbeitet, hat man eine wunderbare Brille, dass man den Durchblick und die Klarheit hat. Hörgeräte, falls man es braucht, dass man genau hört, was die Mitarbeiter zwischen den Zeilen so an die Führungskraft bringen. Das sind so diese Fähigkeiten, was eine Führungskraft mitbringt. Um deine Frage zu beantworten, wie lockt man die Führungskräfte raus? Ich glaube, es geht gar nicht ums Locken. Es geht darum, Rahmenbedingungen zu schaffen, wo der Mitarbeiter oder die Führungskraft einfach in seine Kompetenz kommt, in seine Kraft kommt. Weil das macht ihnen Spaß. Jeder Mensch, der wo in die Kraft kommt und in den Spaß, in die Lust, ist automatisch dabei. Ja, und es geht ganz stark um Rahmenbedingungen. Ja. Welche Rahmenbedingungen biete ich dem Mitarbeiter? Und auch um die Wechselwirkung. Das heißt, umso klarer ich als Vortragender da bin oder als Begleiter und in meiner Mitte bin, wirkt sich das auf die Mitarbeiter oder die Teilnehmerinnen. Und andersrum aber auch. Also es ist ein Wechselspiel zwischen Führen und geführt werden. Kann man extrem spannend, Gabriel. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass man da auch als Führungskraft des Öfteren seine Komfortzone verlassen muss. Kannst du ein Beispiel vielleicht sagen, das du da anwendest, wo man sagt, Komfortzone verlassen, um über sich vielleicht ein bisschen was zu lernen? Also jetzt komme ich wieder zurück zu Rahmenbedingungen, Möglichkeitsräume zu schaffen. Ich denke hier, wir schaffen hier Möglichkeitsräume, erstens die absolut in einem sicheren Rahmen ist. Das heißt, hier können sich die Führungskräfte wirklich ausprobieren. Ja, schauen, wie wirke ich. Und ich glaube, das ist wichtig, dass sie Rahmen bekommen aus dem Prozess raus, das heißt aus dem Arbeitsfeld heraus in Rahmen hineinzugehen und auch, ja, man spricht von Fehlern, auch Dinge zu tun, die vielleicht nicht wirksam sind und zu spüren, wie fühlt sich das an. Ja, ich glaube, das ist ganz essentiell, dass man das den Führungskräften eben bietet. Das hört sich extrem spannend an. Jetzt eine zum Abschluss zu diesem Thema kleine Fangfrage für dich, Gabriel. Was macht mehr Spaß, mit den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen oder mit den Führungskräften? Kommt drauf an. Es kommt wirklich drauf an, um welches Thema geht, in welchem Kontext wir sind. Es macht mir mit beiden sehr Spaß. Ja? Aber es kann mit MitarbeiterInnen auch sehr herausfordernd sein, genauso wie mit den Führungskräften. Es ist immer wirklich situation- und kontextabhängig. Ja. Im Laufe der Zeit, du machst das schon viele Jahre, hier in diesem Umfeld, dieses spannende Thema im Laufe der Jahre, inwieweit haben sich denn auch deine Seminare verändert? Der gesellschaftliche Wandel, den kennen wir. Welche Rolle spielt das auch in deinen Seminaren? Also ich glaube, Veränderung bin ich, glaube ich, ein gutes Beispiel. Also wenn man sieht, wie meine eigene Biografie ausschaut, wie ich mich selber weiterentwickelt habe. Veränderung ist oft negativ behaftet. Ich finde Veränderung sehr positiv, weil ich glaube, das braucht es. Goethe hat schon gesagt, wer nicht sterbe und wieder lebe, der ist einfach nur ein trüber Gast auf dieser Welt. Das heißt, wir brauchen Weiterentwicklung. Und was das bei mir ausmacht, ist eine gute Frage in den Seminaren. Ich glaube,
die USP, was bei mir ist, ich bin gut vernetzt, bilde mich ständig weiter und schaue, was up to date ist. Und mittlerweile lese ich auch keine Bücher, stimmt nicht, ganz wenig Bücher. Ja. Ich lese sehr viele Masterthesen, ich lese sehr viele Forschungen, die einfach aktuell sind, weil alles so schnelllebig ist. Ja. Brauchen wir immer Forschungsarbeiten oder Masterthesen, die eben gerade frisch und aktuell sind. Und aus denen kann man sich wirklich sehr viel rausnehmen und rausziehen. Gabriel, letzte Frage. Wenn jetzt jemand da draußen das hört, der noch keine Löwin oder kein Löwe ist und sagt, das klingt spannend und in dieses Team möchte ich auch rein, wie ist verständlich. Ja. Was macht er dann oder was macht sie dann? Am besten, er bewirbt sich direkt bei Hartlauer unter www.hartlauer.at. Einfach auf unsere Webseite gehen, im Personalmanagement, dort einfach Initiativbewerbung abgeben und natürlich auch, wenn jemand das vor Ort anschauen möchte, einfach ja, bei uns in der Akademie anrufen, einen Termin ausmachen. Wir sind gerne bereit, auch ja, unsere Akademie zu zeigen, was wir hier machen. Wir lieben Menschen, ja, deswegen lieben wir es auch in Präsenz, die Menschen kennenzulernen. Ist alles möglich. Schönes Schlusswort, Gabriel. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dich kennenzulernen. Vielen Dank für das interessante Gespräch und du hast recht, wir könnten noch stundenlang weiter plaudern. Aber, liebe Löwen, das war erst Teil 1 unseres Specials hier in der Hartlauer Akademie und ich freue mich, wenn ihr dabei seid bei Teil 2. Es lohnt sich in jedem Fall. Wir freuen uns auf euch. Macht es gut, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Servus. Der Löwen-Podcast. Bis zum nächsten Mal, liebe Löwen.